endlich ist Ostern, ja. Frohe Ostern wünsche ich euch. Und ich kann endlich die Pakete auspacken. Ich habe hier zwei Pakete, einen A4-Umschlag und dann noch eine Karte, die ich auspacken kann. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem hier, mit dem großen von Britta an. Da habe ich an der Aktion Osterkörbchen teilgenommen. Und ich weiß gar nicht, seit wann habe ich das von Britta hier stehen? Wann habe ich das bekommen? Seit Mittwoch oder so? Ja, dann legen wir jetzt mal los. Das hat sie hier alles sehr gut zugeklebt. Ich hoffe, dass es reicht. Wenn ich hier eine Seite aufschneide. Das Papier ist auch total süß, total schön. Jetzt gerade mal etwas lauter. Ich muss es leider zerreißen. Vorüber. Man muss nicht hinter alle Geheimnisse kommen wollen. Ist es nicht schön, dass in unserem... Ach, da hat es einen Umschlag draus gemacht. Kann man leider nicht komplett lesen. Den Brief lese ich später. Hier ist einmal ein Geschenk. Ich schiebe das, glaube ich, beiseite. Einmal das Geschenk. Und ein Körbchen. Genau. So. Dann habe ich jetzt auch endlich wieder einen Karton. Irgendwie sind meine Kartons alle weg. So, Britta, die Karte lese ich dann in Ruhe. Dann öffnen wir erstmal dieses hier. Ah, oh, Mystery Victory. Den habe ich gar nicht gesehen, als ich letztens da war. Ja, oh, sehr schön. Ja, Noten finde ich immer toll. Oh, das ist schönes Papier. Das gefällt mir. Ganz toll. Dankeschön, Britta. Der gefällt mir richtig gut. Oh, ein Glitzer. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Oh Gott, habe ich den eben auch in die Kamera gehalten? Ich, wie ihr wisst. Oh, ist das schön. Ist das tolles. Oh, das gefällt mir richtig gut. Da stehe ich gerade total drauf. Herrlich schön. Ich glaube, das ist sogar der, den ich unbedingt haben wollte und den habe ich nicht gekriegt. Das ist ja herrlich schön. Guckt mal. Ganz toll. Oh, Britta, da hast du mir eine richtig tolle Freude mitgemacht. Dankeschön. So, auf meinem Schreibtisch ist ja Chaos, wie immer. Dann ist es noch mal kurz laut. Schön, Britta macht auch nur eine Schleife rein, dass man das aufmachen kann, ohne dass es verknotet ist. Sehr schön. Das Band ist auch schön. Das zeige ich euch gleich mal. Guckt mal, ist das nicht ein schönes Band? Das sieht toll aus.
Das kann man natürlich noch verwenden. Und dann hat sie ein Körbchen gebastelt. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön gestaltet hier oben? Oh, süß, guck mal, total schön. Und hier hinten auch wieder diese schönen Blumen. Und die, ah, da hat sie dieses Glitzerpapier genommen. Oh, ganz toll. Und hier, der ist ja auch süß. Oh, süß, süß, süß. Oh nein, da ist eine Blume abgegangen. Ich habe sie wieder raufgeklebt. So, dann schauen wir mal. Der hat wahrscheinlich nicht ganz reingepasst. Da hat sie den auseinandergebrochen. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und die Servietten sehen ja auch schön aus. Ich habe gar keine Osterservietten gekriegt. Guckt mal. Ja, sehr schön. Rosa, ich habe sie ja letztens in grün gekauft. Rosa ist sehr schön. Und mit Schoki drin, ja, da freue ich mich. Dankeschön. Dann machen wir hier mal weiter. Für dich. Die ist ja süß, guck mal, voll klein. Kenne ich so gar nicht. Ja, ganz toll. Und sie bastelt auch Verpackungen. Guck mal, hat sie echt schön gemacht. Ganz toll. Ja, wir sollten ein Osterkörbchen selber basteln und dann war ein Warenwert von 10 Euro ausgemacht. Ah ja, also Eva scheint mich, Eva, wie komme ich denn auf Eva? Britta, Blödsinn, Britta scheint mich zu kennen. Ganz toll. Oh, eine Schnecke. Guck mal, ein Fisch. Ach Gott, ich bin ja auch doof, ne? Oh, herrlich schön. Ganz toll. Und hier die Perlen, die sieht ja toll aus. Könnt ihr die sehen? Ganz toll. Hier auch. So schön, das passt alles so schön zusammen. Hier hat sie Flügel drin. Ach, diese Blumen. Oh, ganz toll. So große Flügel habe ich auch noch nicht. Oh, Britta, herrlich schön. Dankeschön. Die packe ich erstmal wieder da rein. Ganz toll. Da hat sie mir eine ganz große Freude mitgemacht. Oh Gott, ich hoffe, ich kann das auch so zeigen. Ganz toll. Packen wir das denn hin da? Der ist auch riesengroß. Wow. Ja, also Britta muss mich echt kennen. Sie muss wissen, dass ich so Stoffblumen und so Borten und so mag. Ja, Vintage, genial. Die kann man auch richtig schön benutzen für die Boxen, die ich mache. Oh, schöne Farbe. Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist Teddy, ne? Ja, Teddy, genau. Herrlich schöne Farben. Könnt ihr die sehen? Schön, ne? Und das liebe ich ja, ne? So gelb und dieses, was ist denn das? So ein Mintgrün. Das passt gut zusammen. Oder mit Rosa passt das auch richtig gut zusammen. Hier nehmen wir mal ein rosa Bonbon. Guckt mal. Ganz toll. Oh, da ist schon was ich sehe, was ich ganz toll finde. Osterkarten. Ja, ach, ist die süß. Ja, ganz toll. Ganz toll. Oh, ich freue mich. Ich liebe solche Dinger. Wo hast du das denn her? Steht gar nicht dran. Habe ich jetzt auch erst bei Ali wieder bestellen müssen, weil ich kaum noch was habe. Total toll und ich bestelle ja immer Silber und ich habe jetzt etwas im Kopf, was ich machen möchte für jemanden
Und da kann ich Gold sehr gut gebrauchen. Danke. Britta, oh, du scheinst mich zu kennen. Guckst du meine Videos, Britta? Das passt gerade richtig gut. Ich hatte jetzt von so eine Tech-Tasche bekommen, hatte ich mir bestellt, ein Standsteil. Und dieses hier als Tech benutzen passt da super rein. Und guckt mal hier zu mir, sehe ich jetzt erst. Ich hatte gerade nur Augen hierfür. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Hat sie mir Blumen selber gemacht, die sie hier vorne auch auf dem Körbchen drauf hat. Die gefallen mir richtig gut. Die finde ich richtig schön. Ja, Britta, wow. Also, ich bin sprachlos. Ganz toll, da hast du mir eine richtig dolle Freude mitgemacht. Ach, ich könnte dich knutschen. Vielen, vielen lieben Dank, Britta. Warum ich vorhin Eva sagte, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich vorhin dachte, ich muss mich noch in unserer Gruppe melden. Und nee, das kann ich jetzt nicht verraten. Okay. Ja, wow. Britta, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde dich da, jetzt wo ich das erzähle, ich werde dich nachher anschreiben, werde ich es dann natürlich in dem Moment schon längst getan haben. Ach, dieses Papier, dieser Block, ich bin verliebt, ich bin verliebt. Also die Stanze finde ich auch total toll. Also, Britta, du musst mich irgendwie kennen, du scheinst meine Videos zu verfolgen. Ich knutsch dich, danke, ciao. Und euch allen auch ciao und noch schöne Ostern, ne? Das Wetter ist herrlich, genießt es. Ciao, ciao.